Also man kann sich ja das Video beziehungsweise jetzt den Song, den kann man sich ja echt nicht komplett geben, aber wir hören mal kurz rein. Das Ding ist, es besteht jetzt irgendwie nur aus drei Wörtern, okay? Und der hat ja in seinem Video gesagt, so mehr oder weniger, hier steht es auch, wo ist Training Sixpack dann wieder fett wegen Big Mac? Okay? Ist jetzt irgendwie nicht mit dem Song, keine Ahnung, warum die es rausgelassen haben oder so. Ja, gebt euch den Scheiß mal. Also, wenn du so eine Mucke produzierst, dann musst du schon komplett am Arsch sein. Und das war in den Trends. In den Trends. Ah, was mache ich jetzt? Mein Schafko. Aha. Hier. Wie gesagt, das Lied besteht nur aus diesen drei Wörtern und es geht so 2 Minuten lang. Digga. Aber ich glaube, seit gestern oder so gibt es jetzt auch auf Spotify. Also wenn ihr komplett bekifft oder betrunken seid, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht. Also wer sowas produziert, der muss komplett, komplett einen an der Waffel haben. Aber passt zu Ron auf jeden Fall. Zu seinem Alkoholikerstatus. Wie gesagt, das kannst du echt nicht ernst nehmen. Lyrisch auf sehr hohem Niveau. Am besten gefällt mir die Line Nice Schwanz, Bro. Also, die zwei haben echt einen kompletten Like verdient. Krass, ey. Kann bitte jemand eine 10-Stunden-Version davon machen? Also, Leute, Leute, Leute. Auf Ecstasy kannst du dir das geben, aber nicht nüchtern. Nicht nüchtern. Okay, ich habe das Video echt noch nicht gesehen. Auf Ron seinem Kanal ist es online. Wie oft fixt Inscope 21 hier kompletter Cringe im Versace Bademantel. Ich würde nur sagen, wir geben uns das Video. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ja. Ladies, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Bronze Wochenende. Es ist lange her, aber ich kann euch sagen, diese Folge wird euch umhauen. Ich bin gerade in Stuttgart. Und ich möchte euch meinen heutigen Gast vorstellen, bei dem ich jetzt gerade als Gast in seinem Büro bin. Und ich hoffe, der heutige Gast wird euch wirklich im Leben bereichern. Diese Socken, das sind so komische Sommersocken, feiere ich überhaupt nicht. Aber Inscope, seine Schlappen sind übel witzig. Na ja gut, jetzt ist er ja im Urlaub mit den Schlappen. Ich meine, sowas kann auch nur der droppen. Okay. Nico, herzlich willkommen bei Bronze Wochenende. Darfst du dich auch gerne setzen. Danke. Also, ich bin nach Stuttgart gekommen, eigentlich um meine Bankdrückprogression zu erweitern. Aber irgendwie bin ich nur mit Nico unterwegs, weil ich habe, um ehrlich zu sein, auch nur einen Grund gesucht, nach Stuttgart zu kommen, um hier Party zu machen. Hat gut geklappt, oder? Wirklich, tatsächlich gut geklappt. Wir sind dann direkt am ersten. Nico, wir sind am ersten Tag feiern gegangen. Zum Team gekommen. Asynchron. Ja. Erklär mal den Leuten, was Asynchron Asynchron bedeutet, wenn was einfach mega asynchron ist. Definition. Cool. Okay, also wir waren feiern am Freitag. Heute haben wir Sonntag. Ich werde auch nachher endlich wieder nach Berlin zurückkehren, weil dieser Mensch schädigt mich sehr.
was meine Psyche angeht. Du warst schon davor psychisch geschädigt. Aber das hat mir jetzt nochmal den Rest gegeben. Das hat dir nochmal den Rest gegeben. Ganz ehrlich, ja. Ja, verstehe ich absolut. Und wir waren feiern. Ich muss ehrlich sagen, es hat Spaß gemacht, mit dir feiern zu gehen. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben, ich habe ausschließlich getrunken, du nicht so. Genau, auf die, das ist das Ding. Ich bin sehr froh, dass du mit mir... Ich bin sehr froh, dass du mit mir einen Wodka-Shot getrunken hast. Weil damit hätte ich gar nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Nice Wodka-Shot, Bro. Danke, Bro. Und ich muss sagen, in Stuttgart feiern zu gehen macht Spaß. Ich hab was für dich. Ja. Das ist Saschas Shaker. Oh, nee, nein. Der steht hier, glaube ich, seit so 3,5 Monaten oder so. Boah. Und da unten hat... Scheiße. Das schimmelt schon saftig. Da noch einen kleinen Rest drin gelassen. Wir haben uns ich glaube, da ist auch schon Leben drin entstanden. Coole Sache. Auf jeden Fall. Kleines Präsent. Das darf ich dann nachher mitnehmen, ja? Ja, gerne. Okay, cool. Du gehst nicht so oft feiern, oder? Ich bin nicht so. Du bist jetzt wirklich normal feiern gegangen, weil... Ich gehe nicht so oft feiern, weil ich gehe nur dann halt feiern, wenn es halt auch was zum Feiern gibt. Ah, okay. Ja. Also weil... Also so wie ich, ja. Also wenn ich jetzt... Der Typ ist so am Arsch. Und ja, Killer-Typ. Warum hier ganz eine Dauerwerbesendung steht, verstehe ich jetzt nicht. Naja, keine Ahnung. Was dafür brauchst, feiern zu gehen? Ja. Was ist das dann für ein Anlass? Ich suche mir einmal die Anlässe irgendwie aus, auch wenn es keinen Anlass gibt. Nehm mal einen. Guck mal, wenn es keinen Anlass geben sollte, dann denke ich ganz, ganz lange nach. Und wenn ich keinen Anlass finde, dann öffne ich mein Instagram-Profil, warte, bis jemand, eine Person mein Bild liked, und das ist der Anlass. Feiern zu gehen. Ein Like. Gut, ja. Scheiße, Killer-Typ. Anlass, feiern zu gehen. Weiter so. Ja. Also, nee, ist wirklich ein sehr guter Anlass. Ja. Weil, also, das ist ja ein Grund zum Feiern, oder? Für mich ist zum Beispiel ein Grund zu feiern, wenn ich zum Beispiel wieder geblitzt werde. Mhm. Weil das ist eine Sache, die passiert bei mir schon öfter mal. Ja. Oder wenn ich wieder am Handy, am Du wirst demnächst dann auch mit einem Fahrrad zum Club fahren. Oder? Ich fahre mit dem Fahrrad zum Club, ja, genau. Also, wenn ich dann auch zum Beispiel... Bei mir ist dann so, normalerweise, man sieht ja so, ist jemand Single, ist jemand in einer Beziehung. Ja. Ich bin normalerweise dann mit dem Tandem unterwegs, und wenn der Rücksitz halt frei ist, dann wissen die Frauen auch, okay, der ist gerade in der Paarungsphase. Und das ist im Prinzip mein Lockruf an die Frauen, damit die dann auch sehen, gut, da will ich aufspringen. Wie auch immer, wir waren feiern in Stuttgart, und ich muss sagen, diese Party hier, auf der wir waren, war gut. Ich war besoffen, mir ging's gut, aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn du nicht oft feiern gehst, bist du bei mir? Auch wenn du nicht auf Feiern gehst, du musst nach Berlin kommen. Denn in Berlin steigen Partys, die überdimensional sind. Scheiße, Killer-Typ. Ja, Hamburg und Berlin ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer als Stuttgart. Auf jeden Fall. Hm? Wohin? In Berlin. Ja, aber wohin steigen die? Das mit der Sprache, das ist bei dir immer noch da. Also. Vielleicht achte mal drauf, dass du das S richtig aussprichst. Vielleicht merken das die Leute. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich sag's jetzt. So, jetzt kommt angehen. Wichst du? Hm? Ob du wichst? Ja, klar, wichst ich! Ja. Wie oft am Tag? 2. Kannst ruhig ehrlich sein. Deine gesamten Aktienkursen, das Ganze. Zip, im Kopf. Alles auf jeden Fall Zahlen. Alles auf jeden Fall der Matrix. Da musst du erst Blut in den Gang halten. Schön die Schlange üben. Scheiße. Die zwei sind zu Killer. Konnte ich dich für Berlin beeindrucken? Berlin ist in meinen Augen eine wirklich interessante Stadt. Neben der Hauptstadt von Deutschland, muss ich wirklich sagen, bin ich absolut angetan davon, meinen Aufenthalt in Berlin anzugehen. Das freut mich, das freut euch, das wird auch dich freuen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Und wo war jetzt die Story von dem Wochenende? Also das heißt ja Rons Wochenende. Also da muss ja jetzt noch dann die Story kommen, die dann am Wochenende passiert ist, oder? Naja, die blende ich einfach ein, weißt du? Ah, yeah.
Alter. Schau mal, Digga. Ey, Junge, was ist denn hier? Digga, wollen wir dann morgen so gegen 13 Uhr starten und drehen? Wie kam das denn? Jetzt ist gerade kurz nach 3:30. Ja, super. Dann morgen 13 Uhr? Ja, morgen 17 Uhr machen wir. Das war das Video jetzt? Das war das Video. Okay, müssen wir abschließend irgendwas sagen? Stopp, besoffen. Was ist deine Kanalbeschreibung? Ich bin ein 20-jähriger Playboy aus Berlin, der auf ältere Frauen steht. Scheiße. Ja gut, die zwei in Kombination sind Unterhaltung pur. Ich schwör. Zu geil.